Wir möchten einmal für das kleine Kassenbuch die Satzung des Sozialverbandes Deutschland für die Landes-, Bezirks- und Ortsverbände einmal herunterladen, die gültige Satzung. Wo finden wir einen Download für diese Satzung? Wir würden dazu einmal hier auf das Plus-Symbol zeigen eines, oder wir schließen einmal den Browser, alle Tabs schließen, wir haben uns nirgendwo angemeldet. So, und jetzt wollen wir einmal auf dem Desktop gehen. Und wir starten einmal, ich habe hier diesen Browser unten in der Tastleiste, wo hier steht einmal Mozilla Firefox, da zeige ich einmal drauf, klicke einmal die linke Maustaste. Natürlich könnten Sie das Ganze auch mit einem Programmsymbol starten auf dem Desktop, mit einem Doppelklick auf dem Desktop-Symbol, wo Sie dann eben diesen Browser starten würden. So, er sagt Software-Update fehlgeschlagen. Ich wollte jetzt auch keine Software-Update machen, deshalb wir können Firefox auch manuell aktualisieren und so weiter. Das will ich aber im Moment nicht. So, was wollen wir jetzt? Wir wollen ein neues Fenster öffnen. Dazu klicke ich einmal drauf und dann gebe ich einmal ein die Internetadresse vom Sozialverband Deutschland. Das wäre www.sovd.de und dann nichts mehr danach, das reicht. Und dann drücke ich einmal die Eingabetaste. Und jetzt startet einmal die Startseite vom Sozialverband Deutschland. Und wir wollen uns informieren und dafür gibt es Publikation und Ratgeber. Also ich zeige einmal auf Informieren. Dann öffnet sich ein sogenanntes Pull-Down-Menü und da steht einmal drin, hier ganz unten Publikation und Ratgeber. Da zeige ich drauf und klicke einmal die linke Maustaste. So, jetzt haben wir hier umfangreiche Publikationen angeboten, die wir bestellen können oder auch herunterladen können. Das ist jetzt eine tolle Sache, dass ich hier die Übersicht habe. Aber wenn ich jetzt nur einmal über diese einzelne Satzung einmal als Publikation hier zugreifen möchte, dann möchte ich vielleicht das als einzelnen Link einmal haben. Deswegen, ich suche das jetzt einmal raus, diesen Link hier, bis ich da fündig geworden bin. Ich ziehe das mal nach unten. Sie sehen, das ist sehr umfangreich, was man hier runterladen kann. Und hier gibt es, wie gesagt, einmal dann die Broschüre Satzung. Das ist hier einmal der Fall. Informationen über den SOVD Satzung beschlossen auf der 20. Bundesverbandstagung. So, und die Grundlage für das Kassenbuch ist die Satzung. Hier stehen auch die Aufgaben drin eines Schatzmeisters und wonach er zu handeln hat, was satzungsgemäß ist. Deswegen wäre dieser Download hier auf diese Art und Weise einfach möglich, indem Sie praktisch hier dann auf diese Satzung hier einmal zeigen würden, auf den Download. Und wenn ich hier einmal draufklicke, dann würde dieser Download einmal heruntergeladen. Das ist also die Möglichkeit, die Sie jetzt vor Ort haben, um jetzt an diese Datei heranzukommen. Wenn Sie jetzt diesen Hinweis auf diese Datei, das wäre eben diese Datei, und wenn ich dann einmal hier einen Klick drauf mache, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich hier diese Datei herunterladen, deswegen habe ich hier Klammer 2. Und dann sehe ich hier diese Datei, die wird dann geöffnet und dann sehe ich einmal die Satzung. Das Deckblatt der Satzung, das sieht so aus einmal und ich würde das einmal jetzt verkleinern mit Minus, Minus, Minus. Hier ist das so, nochmal Minus. Und dann sehe ich jetzt hier einmal die gesamte Seite hiervon. So, und jetzt interessiert mich, was mit dem Kassenbuch zu tun hat. Deswegen würde ich einmal jetzt hier drauf zeigen auf das Lupensymbol, klicke die linke Maustaste und dann öffnet sich das Suchenfenster und ich könnte hier zum Beispiel einmal eingeben Kassenbuch. Kassenbuch. Und dann drücke ich einmal die Eingabetaste oder ich hätte auch auf Weiter klicken können. Das ist gleichwertig. So, jetzt bekommen wir hier etwas angezeigt, aber leider ist das hier hochkant geschrieben. So kann ich das nicht lesen, deswegen zeige ich einmal auf Anzeige, klicke einmal die linke Maustaste und wähle einmal aus Ansicht drehen. Und hier steht einmal im Uhrzeigersinn drehen oder gegen Uhrzeigersinn.
ich sage einmal im Uhrzeigersinn und dann wird das Ganze so dargestellt und hier sehe ich dann hervorgehoben den Suchbegriff, den ich hier oben eingegeben habe. Das wäre einmal Kassenbuch. Ich könnte jetzt auch einmal vielleicht die Bildschirmlupe einblenden, damit man das Ganze besser sieht. Also ich habe hier oben im Suchfeld habe ich Kassenbuch eingegeben und dann würde hier das Ganze mir hier angezeigt werden. Und dann könnte ich eben nach dieser Anweisung hier mir Sachen raussuchen aus dieser Satzung ganz leicht und kann dann danach handeln, wenn ich das Kassenbuch führe. So, das war jetzt grundsätzlich einmal, wie ich vor Ort praktisch, wenn ich eine Internetverbindung habe, eben zu diesen Informationen komme. Ich würde einmal sagen, das soll es hier in diesem Fall schon einmal gewesen sein. Wie habe ich das eben hier auf meinem Computer und wo finde ich das? Das können wir auch noch eben kurz machen. Wir zeigen unten mit dem Mauszeiger in die linke untere Ecke. Bleiben mit dem Mauszeiger auf dieses Windows-Fenster-Symbol, klicken die rechte Maustaste und wählen einmal aus Explorer mit der linken Maustaste. Und dann gehen wir einmal auf den Ordner. Dieser PC ist hier, steht hier ja schon. Und dann gehen wir einmal auf den Ordner Downloads. Und dann sehe ich den Inhalt dieses Download-Ordners. Das dauert heute etwas länger. Hier im Hintergrund findet noch ein Update statt hier. Deswegen dauert das hier etwas länger. Ich vergrößere mal das Ganze. Hier ist der Ordner Downloads. Ich zeige auf das Symbol dieses Ordners, mache einen Doppelklick. Und dann öffnet sich jetzt hier dieser Ordner. Und hier sehe ich einmal die letzten Aktionen, die ich durchgeführt habe. Das waren eben einmal mehrere Versuche, eben diese Satzung herunterzuladen innerhalb dieses Videos. So, und wenn ich also auf diese Satzung dann zum Beispiel zugreifen wollte, dann könnte ich das hier einmal markieren, indem ich hier einmal drauf zeige und die linke Maustaste drücke. Dann habe ich das einmal markiert. Und wenn ich jetzt einmal die rechte Maustaste drücke, also ich bleibe weiter auf diesem markierten Bereich, drücke die rechte Maustaste und wähle einmal aus Kopieren. Das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt wandere ich zu meinem Desktop hin. Das kann ich ganz einfach machen, indem ich diese Taste, die so aussieht, das ist die Windows-Fenster-Taste, die drücke ich und halte sie gedrückt und drücke dann gleichzeitig die Taste D für Desktop. So, jetzt bin ich hier auf meinem Desktop und jetzt könnte ich einfach hier auf dem Desktop einmal an einer Stelle klicken, wo ich gerne diese Datei hinhaben wollte. Ich zeige also hier unten, hier oben zum Beispiel einmal hin und klicke die linke Maustaste und sage damit, an dieser Stelle möchte ich irgendwas machen. Was möchte ich machen? Ich drücke die rechte Maustaste und wandere auf Einfügen. Und dann klicke ich einmal die linke Maustaste. Und jetzt habe ich hier an dieser Stelle die Satzung. Und wenn ich in Zukunft diese Satzung aufrufen möchte, dann brauche ich nur einen Doppelklick darauf machen. Und dann öffnet sich das Programm, mit dem ich PDF-Datei öffnen kann. Dies habe ich vorher auf meinem Computer installiert. Das ist also das kostenlose Programm Adobe Acrobat Reader, was Sie auch von www.chip.de herunterladen können. Wie man das runterladen kann, da müsste es eigentlich auch ein Video für geben. Das könnte ich ja vielleicht auch noch verlinken hier, damit man auf dieses Video kommt, wo man dieses hier runterladen kann. So, jetzt habe ich hier einmal diese Ansicht hier von diesem Deckblatt hier, Sozialverband Deutschland, Satzung des Sozialverbandes Deutschlands e.V., Bundesverband, in der auf der Bundesverbandstagung vom 7.8.11.2016 15 beschlossenen Fassung, eingetragen am 14.03. beim Amtsgericht Charlottenburg und so weiter. Und dann steht das alle da drin. Ich würde einmal sagen, das soll es einmal gewesen sein, wie ich also an diese Datei einmal herankomme. Wie man sie versendet, das zeige ich dann in einem anderen Video. Ja, ich würde einmal sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Video.